Oh ja, wir gehen jetzt aber mal nach Boston, Leute. Taschen. Und es ist Nacht. Ah, Connor, welche Erleichterung. Du bist da. Bitte lass mich nicht anfassen. dir William Dawes und Robert Newman vorstellen. Dein Brief sagte, dass John Pitcairn auch hier wäre. Ei, er bereitet einen Angriff auf Lexington vor, wo Adams und Hancock Unterschlupf fanden. Danach will er nach Concord ziehen und unsere Waffen und Vorräte zerstören. Du musst uns helfen. Dann sag mir, wo ich ihn finde, und ich werde das sofort beenden. Er hat Dutzende, wenn nicht Hunderte von Soldaten zur Verfügung. Du kannst dich ihm nicht alleine stellen. Keine Sorge, das musst du auch nicht. Wir haben selber eine ganze Armee, die nur darauf wartet, die Waffen zu erheben. Dann wirst du sie wohl rufen müssen. Nun gut. Du und ich überqueren den Charles River und geben Alarm. William, du nimmst bitte den Landweg und tust dasselbe. Robert, ich brauche dich in Christchurch. Zünde das Signal. Zwei Laternen, wenn der Feind von See kommt. Keine Zeit zu verlieren, mein Freund. Es geht um Leben und Tod. Komm! Dann hatte ich so gar keinen Bock auf diese Leute, glaube ich. Hüpf. Und wer ist gepaddelt? Doch, safe ich. Es gibt nur ein einziges Pferd. Wir müssen zusammen reiten. Das arme Pferd. Ja, brauchst mir nicht helfen, du alles die gut. Zügel, ich navigiere. Oh. Schnell, Connor, steig auf das Pferd. Bist du irgendwie blind oder doof? Eins von beiden. Schmeiß dich vom Pferd runter. Ich höre dich zu denen, die wir alarmieren müssen. Folge meinen Anweisungen und wir sind bald fertig. Keine offenen Konflikte auslösen. Ja, das ist es. Das ist der Weg. Ach, ich muss ihn nach Anweisungen fragen. Exzellent. Die Richtung stimmt jetzt. Er gibt mir keine. Da ist das ein Idiot. Ja. Das ist es. Das ist der Weg. Ich frage sicherheitshalber ein paar Mal. Bitte geht geradeaus. Bitte geht geradeaus. Oh, Drecke. Was machen die denn hier? Das müssen Kundschafter sein. Sei vorsichtig, Connor. Sie dürfen die anderen nicht warnen. Ach, da ist er. Nach rechts, Connor! Reite weiter! Es ist sicherer, wenn wir uns den Häusern zu Fuß nähern. Das ist doch das Haus. Alter, wie schnell ändern die denn die Richtung? Hä? Och Leute, ich hasse euch.
schnell die Richtung geändert. Das ist es. Das ist der richtige Ort. Jetzt stehe ich da in dem Ort vor der Tür. Lass alle wissen, dass die Rotröcke auf Lexington und Concord marschieren. Die Briten kommen! Die Briten kommen, die Briten kommen. Wir müssen noch mehr Leute warnen. Ja, optionales Ziel mal wieder verpasst. Ihm da lang. Links! Ja, wir sind hier ganz genau richtig. Ich glaube, wir sind auf Kurs. Da lang, okay. Ich glaube, wir sind auf Kurs. Oh, fuck, 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 fuck. Rein in den Wald. Schön vorbei. Du musst nach links, Connor. Muss ich das? Hast du das gehört? Könnten Rotröcke sein. Vorsicht! Du musst nach links, Connor. Da lang, Connor! Ja, da komme ich halt nicht lang, ne? Mein Freund. Kommt das Pferd nicht durch. Wo komme ich denn hier über den Fluss? Oder vielleicht kann ich hier das kleine Stück. Ja, wir sind ja hier ganz gut, genau. Gut, das kleine richtig. Stück kann ich reiten. Ja, das ist es. Das ist der Weg. Dafür sollten wir absteigen. Es ist leiser und schneller. Das ist es. Das ist schon das Haus. Das ist der richtige Ort. Ich wäre nicht überrascht, wenn es noch mehr Ärger gibt. Ja, schon da hinten steht so selbstgefällig. Das ist der gleiche Typ. Die Rotröcke sind im Anmarsch. Sofort! Exzellent! Die Richtung stimmt jetzt! Jetzt, wenn er den Weg kennt, dann wäre es eigentlich leichter gewesen, wenn er sich vorne hinsetzt und halt lenkt. Nach rechts, Connor! Nach rechts! Also über die Brücke, wo die Rotröcke gerade drüber kommen. Ja, ganz ruhig, Pferdchen. Wir warten ab, bis die weg sind. Nach rechts, Connor! Es ist sicherer, wenn wir uns den Häusern zu Fuß nähern. Ist doch nur das Haus hier. Oder nee, da oben noch. Kumpel, komm da weg vom Pferd. Hier oben? In dem Prunkding? Ja, da ist auf jeden Fall markiert. Das ist es. Das ist der richtige Ort. Wie das Pferd uns hinterherkommt. Wir sitzen übrigens jedes Mal wieder auf einem anderen Pferd. Habt ihr das schon mitgekriegt? Die Rotröcke kommen. Hier, wir sind hier. Packt sie! Lean oder kämpfen? Müssen sie abhängen. Ich würde sie gerne abhängen, aber ich kann dem Pferd keine Sporen geben, weil du Fettklops hinten drauf sitzt. Wir müssen sie abhängen. Wenigstens kann es springen. Du musst sie irgendwie abhängen, Connor. Ich! Wie wär's, wenn du mal was machst? Das war zu knapp für meinen Geschmack. Lass uns weiteren Überraschungen aus dem Weg gehen. Ich versuch's ja. Aber es ist eine Überraschung. Da kann man nicht so leicht aus dem Weg gehen. Hier, dann nach links.
glaube, wir sind auf Kurs. Hier, dann nach links. Ich kann hier nicht nach links. Du Schwachmart. Nach rechts, Connor. Links. Ich habe keine Ahnung, wo er mich hinlotsen will, ehrlich gesagt. Okay, ich kann hier gar nicht weiter. Gib mir einen Moment, mich zurechtzufinden. Nach rechts, Connor! Nach rechts! Ja, ich kann hier aber nirgends lang. Da ist eine Felsmauer. Falls es dir noch nie aufgefallen ist. Da! Ich komme da nicht hoch. Du musst nach links, Connor! Sagt nach links und zeigt. Weiter! Sagt nach links und zeigt nach rechts. Ja, das ist es. Das ist der Weg. Ja, schön. Zeit kriege ich auch nicht hin, weil der mich hier gegen die Felswand lotsen will. Nach rechts, Connor! Nach rechts! 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 Dafür sollten wir absteigen. Es ist leiser und schneller. Du hast den Orientierungssinn von einer Bockwurst. Ich bin hier schon die ganze Zeit lang geritten. Nee, zählt nicht. Das ist es. Das ist der richtige Ort. Keiner da. Wo zum Teufel ist der? Bist du sicher, dass wir hier richtig sind? Natürlich. Ach, ich weiß, wo der ist. Der vergnügt sich da hinten. Ja, genau. Prescott? Guten Abend, die Herren. Zieh dir eine Hose an, Kumpel. Du musst deine Männer sammeln. Und eine Hose anziehen. Sofort. Ganz entspannt. Ja, der hat gerade Stress abgebaut. Mich die Wölfe in Ruhe lassen, wenn ich hier mit dem auf dem Pferd sitze, ist auch irgendwie komisch. Willkommen in Lexington, Connor. Jetzt suchen wir Hancock und Adams. Ich war hier schon. Keine Spur von Dawes. Ich hoffe, es geht ihm gut. Da sitzen sie. Ganz entspannt, Paul, Leute. Connor. Schön, euch zu sehen. Du musst verschwinden. Die Rotröcke kommen. Ei, wie William sagte, lass sie ihre Suche durchführen. Sie finden nichts. Du verstehst nicht. Pitcairn hat vor, dich zu töten. Ich fürchte, das stimmt. Also, es ist ihm scheißegal, ob sie was finden. Zu gehen. Was ist mit euch? Dawes und ich reiten weiter nach Concord. Connor, am besten bleibst du hier und hilfst John Parker, die Stadt zu halten. Das gibt uns Zeit, alle zu warnen. Die Stadt zu halten. Weil jetzt plötzlich hier so eine Armee anrollt oder wie oder was. Der Mitternachtsritt. Die Truhe hole ich mir. Die Truhe hole ich mir. Gib
Briten kommen, die Briten kommen. Ich bin inkognito. Das gab es ja im Grenzland noch nie. Ach, auf dem Dach? Da. Sättel. Tinten? Allheilmittel? Hüte. Angelruten. Biberzahnmesser. Warum sind immer so viele Hirschdörrfleisch? Also ist der eine Typ hier auf jeden Fall schon ein Jahr tot. Bleibt der eine Sohn der Freiheit. Ihr dürft nie... niemals zuerst schießen. Doch wenn sie unbedingt den Krieg wollen, lasst ihn hier beginnen. Pitcairn. Auseinander, ihr Drecksrebellen. Drecksrebellen. Legt die Waffen nieder und geht heim. Was zum Teufel macht ihr denn? Haltet eure Positionen, Feiglinge! Verräter! Die kommen nicht zurück. Du musst mit denen auskommen, die geblieben sind. Erklär mir nicht, wie ich meine. Schieß zurück! Schieß zurück! Du musst sofort nach Concord und die anderen warnen. Zeig das dem dortigen Anführer. Der Mann hört auf den Namen James Barrett. James Barrett. Klingt nach Jack Sparrow. Jetzt geh schon! Die gehen, glaube ich, alle drauf. Kommt, ihr vereinigt uns bei Concord mit den anderen! Ja, ist cleverer, würde ich auch sagen. Bewegt euch, wir haben... Zusammenbleiben, Jungs! Nach Concord, Leute! Was geschieht hier? Raus, alle Mann! Die nehmen Gefangene! Naja, wenn sie keine Gefangenen machen würden, wärt ihr alle komplett am Arsch. Die Rotbrücke haben Gefangene genommen. Zivile Geiseln befreien? Ach, da hinten. Nein, lauf in die Hügel. So ja nun nicht, Leute. Wo ist denn jetzt mein Pferd hin, da oben? Na, kurz auf die Karte. Okay, quasi einfach jetzt geradeaus weiter, wo ich hingucke. Ja, genau in die andere Richtung. Bin ich jetzt richtig, Mensch?
Nee, halt irgendwie immer noch nicht. Über den Fluss. Und jetzt einfach nach rechts abdrehen. Mein Gott. Komm schon. Eine Überraschung für die Hummerbuckel. Komm schon, Pferdchen, lassen wir sie nicht im Stich. Da kann man ja wohl rüberspringen. Blut wurde vergossen in Lexington. Noch mehr wird folgen. Die Rotröcke kommen hierher. Ach, sag bloß. Was glaubst du, warum wir hier sind? Nee, den mag ich jetzt schon. Geh heim, bevor dir noch was zustößt. Ich habe genug Probleme ohne so einen Grünschnabel, der den Helden markiert. Ich bürge für ihn. John Parker ebenso. Hehe. Wo ist Revere? Gefangen. Was? Keine Angst. Der Mann ist brenzlige Situation gewohnt. Der kommt klar. Ja, bestimmt. Es macht sehr viel Mut. Genug geschwätzt, die Damen. Parker scheint zu glauben, du seist nicht vollkommen nutzlos. Also, schätze, es gibt ein, zwei Dinge, bei denen du uns helfen kannst. Wenn der Kampf beginnt, müssen wir diese Stellung halten. Das ist entscheidend für die Verteidigung von Concord. Gute Jungs, aber keine Soldaten. Sie brauchen jemanden mit Erfahrung, der sie anführt. Kannst du das für sie tun? Und du sagst besser die Wahrheit. Du hast mein Wort. Du spürst gleich meine Klinge, wenn du mir noch weiter auf die Helle rückst. Warten. Da bin ich, glaube ich, auch mal ein bisschen doof an das Held. Da kommen sie schon. Sir! Bemannt die Barrikaden! Nein! Meine Männer müssen diese Stellung halten. Wenn die Roten durchbrechen, sind wir dran. Was soll ich dabei tun? Hör gut zu. Die Rotröcke bilden Schützenlinien. Gib den Schießbefehl kurz bevor die Reihe bereit ist. Zu früh und sie verfehlen ihr Ziel. Zu spät und der Feind wird das Feuer eröffnen. Verstanden. Und wenn ein paar der roten Bastarde durchbrechen, greif sie an. Halte meine Männer am Leben. Vorbereiten! Ich habe keine Ahnung, woran ich erkenne. Okay, da kommen sie rauf. Sieht so geil aus, wie die da anmarschiert kommen. Los! Macht euch bereit! Jetzt feuern! Wo muss ich als nächstes hin? Wartet auf mein Signal. Nee, da kommen sie. Das Signal abwarten. Feuer! Oh, das sind mir zu viele. Macht euch bereit. Schießt! Das Signal abwarten. Schießt! Verdammt. Feuer frei! Okay. Nicht schießen! Das Signal abwarten. Feuer frei. Komm immer mehr, ey. Feuer frei.
Wie wär's, wenn ihr die da erstmal abknallt? Stehen viel näher dran. Jetzt feuern! Nicht schießen! Los! Macht euch bereit! Los! Feuer! Wir sind die ganze Zeit schon bereit hier zum Ballern. Nicht schießen! Nicht schießen! Ja, es sind mir zu viele. Ich muss mir angewöhnen, dass ich sie schießen lasse und dann direkt zum nächsten weiterreite. Wartet auf mein Signal. Das Signal abwarten. Schieß! Wartet auf mein Signal. Nicht schießen. Wartet auf mein Signal. Schießt! Nicht schießen! Jetzt feuern! Nicht schießen! Das Signal abwarten! Hier sind sie noch nicht. Scheiße, sie sind da rechts gekommen. Ich hab's nicht gesehen. Macht euch bereit! Macht euch bereit! Schießt! Ah, fuck! Nein, 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 das war jetzt doof. Okay, es ging nochmal gut, es ging nochmal gut. Nicht schießen! Macht euch bereit! Na kommt, 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 kommt! Los! Das Signal abwarten! Jetzt feuern! Das Signal abwarten! Feuer! Nicht schießen! Feuer! Das Signal abwarten! Los! Das Signal abwarten! Rechts und links kommen mir immer viel zu viele. Jetzt feuern! Nicht schießen! Los! Vorbereiten! Die marschieren noch. Das Signal ab! Jetzt feuern! Die schießen mal bitte. Macht euch bereit! Ich geb da hinten nochmal den Befehl zum Schießen. Nicht schießen! Los! Jetzt hier. Macht euch bereit! Feuer! Macht euch bereit! Jetzt feuern! Okay. Rückzug! Rückzug! Es ist geschafft! Sie ziehen den Schwanz ein! Naja, 130 Opfer, das ist jetzt nicht gerade wenig, würde ich sagen. Für so einen kleineren Zug.
Kriegszug oder was auch immer das sein sollte. Mit James Barrett sprechen. Ich will eigentlich nicht mit ihm sprechen. Er geht mir auf den Keks. Habt ihr was Interessantes für mich? Kugeln. Kugeln nehme ich gerne an. Das muss ein Monster sein, der so etwas tut. Wenigstens sind sie fort. Ich hätte ihn töten sollen, als ich konnte. Weißt du, wo Pitcairn jetzt sein könnte? Zurück in den vertrockneten Schoß der Briten, kein Zweifel. Dort formiert er sich neu und plant die nächste Gräueltat. Ich muss ihn finden. Je länger ich warte, desto mehr werden leiden. Kopf hoch, Freund. Viele, die heute sterben sollten, leben noch. Nur wegen dir. Und was ist mit denen? Wir tun, was wir können mit dem, was wir haben. Das ist nicht genug. Das ist es nie. Ja, das sind keine schönen Zeiten. Gefecht von Lexington und Concord.